Uiuiuiuiuiui. Da habe ich ja was angestellt, nicht? Mit meinem Video. Vergleich E gegen Verbrenner. Kaufpreis. Obwohl, eigentlich nicht. Peace und herzlich willkommen bei mir wieder auf dem Kanal. Bitte anschnallen, die nicht die Fahrt geht. Rückwärts. So, ja, es ist noch ein Nachtrag von dem Video, das ich am Samstag veröffentlicht habe, wo ich da diesen Golf konfiguriere. Da gab es mächtig Haue für den Focker, ja, aber manchmal Streicheleinheiten. Aber kein Eis, es war kein Eis dabei. Was auch cool ist. Ja, um was geht's? Es geht um eine kleine Erklärung von dem Video. Es kamen einige berechtigte Kritiken. Es kamen aber auch einige, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ohne dass ich gesperrt wäre, nicht so gerechtfertigte Kritiken. Oder einfach nur Kritiken, die ich nicht nachvollziehen kann. Erste Kritik war, und die kann ich nachvollziehen, die kann ich auch erklären, warum das so war. Die erste Kritik war, ja Moment, du kannst ja kein Kia oder in dem Fall kein Hyundai Kona mit einem Golf vergleichen. Wenn, dann hättest du schon einen Verbrenner Hyundai Kona nehmen müssen und dann schaut die Sache ganz anders aus. Richtig, ist so. Aber ich habe ja absichtlich den Golf genommen. Und ich habe das auch schon ein paar Mal in den Kommentaren quasi beantwortet, auch mit dem gleichen, aber mache ein Video drüber. Da kann es auch jeder hören, auch wenn es einen nicht interessiert. Warum habe ich den Golf genommen? Weil der Golf die die eierleckende Milchsau ist. Ne, wie heißt es? Die eierlegende Wollmilchsau, so heißt es. Ja genau, also die eierlegende Wollmilchsau. Ja, ui. Es kommen halt unglaublich viele Leute auf mich zu und sagen, E-Mobilität ist so teuer. Und dann fahren sie einen 3er BMW, dann fahren sie eine A-Klasse Mercedes mit richtig Bums und vollgepackter Hütte. Die fahren einen Golf, ja was für ein, ja ein TDI 2 Liter, ja mit 100, was hatten die, 30 PS? 130 PS, da komme ich ja nicht vorwärts. Nein, nein, wenn dann hier schon, ein Golf GTD gibt es ja nicht mehr. Der hat ja glaube ich damals so um die 170 PS gehabt. Eigentlich hätte man den nehmen müssen, weil der kommt fahrtechnisch ein bisschen näher an den Kona ran. Weil auch wenn es Verbrennerliebhaber nicht hören wollen, der Kona geht wie Hölle. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie der geht. Einer hat dann auch geschrieben, jeder Verbrenner ist einem gleich leistungsfähigen E-Auto völlig überlegen. Also, 136 PS Benziner hat eine völlige Überlegenheit gegenüber von einem 136 PS E-Auto. Ja, das sagt einer, der wahrscheinlich noch nie mit einem E-Auto gefahren ist. Weil ein 136 PS E-Auto gibt dem 136 PS Verbrenner, ob das jetzt ist wurscht, ob Diesel, Benzin, Gas, so dermaßen die Kante, dass er am liebsten aussteigen wird. Natürlich nicht bei Höchstgeschwindigkeit. Ja, einer hat dann geschrieben, ja, du kannst doch einen Golf nicht, oder, nee, was war das, ein, was war das für Auto, weiß jetzt nicht mehr, müsste ich nochmal lesen, ist egal, der hat Höchstgeschwindigkeit, ich glaube, das war sogar der Ding, der T-Roc, Höchstgeschwindigkeit, keine 170 wie der Kona, sondern 187.
Also das heißt, rein theoretisch 17 km/h schneller. Bis der diesen Geschwindigkeitsvorteil in der Endgeschwindigkeit ausbaut, also erreicht, dass der über 170 ist, und bis der auf 187 ist, muss er sowieso schon wieder auf 120 runterbremsen. Also Höchstgeschwindigkeit ist für mich jetzt hier überhaupt kein Kriterium gewesen bei den E-Autos. Das macht für mich jetzt keinen Sinn. So, also ich habe den Golf genommen, weil er ist ja nicht mal, jetzt habe ich mich verfahren, jetzt bin ich vorbeigefahren, okay, ein Traum der Fucker. Ich habe den Golf genommen, weil der ja ein typisches deutsches Durchschnittsauto ist. Er ist jetzt nicht der billigste, er ist aber auch nicht der teuerste. Und wenn ich mir anschaue, wie Leute sich über E-Mobilität beschweren, dass die so teuer ist, und schaue dann raus, was sie selber fahren, da habe ich jetzt den Golf genommen, weil der Golf in der Kategorie eigentlich noch der günstigste ist. Wie gesagt, A-Klasse Mercedes ist teurer, der 2er BMW oder der 1er BMW ist teurer. Was gibt es nur für Audi? Der A3, der ist teurer als der Golf. Und da kommen wir mit einer normalen Konfiguration und mit einem verhältnismäßig großen Motor locker auf über 40. Locker. Wenn es der Golf schon schafft, dann bin ich bei einem normalen Verbrenner, in dem der hat gesehen, dass ich mich verfahren habe, jetzt hat er mich gerade reinlassen. Nein. Kann man locker mit dem auf weit über 40.000 Euro. Deswegen habe ich einen Golf genommen. Einer hat reingeschrieben, der hat einen E-Golf gekauft und hat vorher schon auch genau nachgerechnet. E-Golf gegen einen gut ausgestatteten und dementsprechend auch motorisierten Golf, also glaube ich auch so mit 136 PS, gibt es den überhaupt? 130 glaube ich, 130 haben die. Und da ist er auf einen ähnlichen Preis gekommen. Weiß ich jetzt nicht, weil sehr viele eben auch für die Berechnung, Moment, für die Berechnung vom Fahrzeug dieses TOC, also dieses Total Cost of Ownership, dieses Englisch. Also da wird alles komplett berechnet, das wisst ihr ja selber, besser wie ich, da wird alles komplett selber berechnet, was ein Neuwagen kostet und was er, oh mein Gott, das ist ein Hyundai vor mir. Guten Morgen. Eben der komplette Preis vor dem Auto ist, also nicht bloß der Kaufpreis. Und da sehe ich gerade einen roten Milan fliegen. Die gibt es bei uns auch mittlerweile wieder. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben einen schwarzen Milan. Hier fliegt ein roter. Perfekt. So soll es sein. Was ein Auto komplett kostet, und da fliegt wieder einer. Krass. Und da ist nicht nur der Kaufpreis dabei, sondern auch der komplette Preis. Also mit Wartung, Inspektion, halt die laufenden Kosten, Versicherung und so weiter. Da hat mir einer geschrieben, das ist glaube ich der E-Mobil-Berater gewesen. Er hat eigentlich darauf gewartet, dass ich eine komplette Aufstellung mache, wie dieses TCO ausschaut zwischen dem E und dem Verbrenner, und dann wäre der E noch besser abgeschnitten. Kann ich nicht machen. A, ist mir das viel zu viel Arbeit. Ich habe dann garantiert irgendwelche Rechenfehler drin, wo dann jeder schreibt, hey, du hast das falsch gerechnet, du musst das so rechnen und so weiter. Aber warum, dass ich es nicht mache, ist eigentlich ein noch viel einfacher Grund. Und der Grund heißt, man weiß es nicht. Man rechnet jetzt über 5 Jahre oder 10 Jahre diese Berechnung, lass mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft berechnen, und weiß nicht einmal, wie übernächstes Jahr der Strompreis ausschaut.
Wird er teurer? Ja, bestimmt, aber um wie viel? Wird er billiger? Hm. Die Versicherungsprämien vom E-Auto könnten rein theoretisch in die Höhe explodieren, weil die Autos ja so teuer sind. Oder sie gehen um einiges weiter runter, weil sie sagen, ja, die E-Autofahrer, muss man ganz ehrlich sagen, die fahren ein bisschen vorsichtiger, nicht alle. Und dementsprechend können wir mit die Prämien runtergehen. Stromkosten habe ich schon, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat, wenn jetzt plötzlich 5 Millionen E-Autos fahren und von diesen 5 Millionen E-Auto-Besitzern keine Mineralölsteuer mehr zahlt wird, keine Ökosteuer mehr zahlt wird, da bin ich mir absolut sicher, dass der Staat das Geld sich schon wieder zurückholt anderweitig. Und deswegen kann man diese Berechnung meines Erachtens nicht so machen, dass man wirklich auf eine Endzahl kommt, sondern das ist eine reine Spekulation. Und deswegen mache ich so eine Berechnung nicht, weil ich kann dir sagen, was mir ein Auto über 5 oder 10 Jahre gekostet hat, wenn ich das Auto nach 5 oder 10 Jahren wieder hergebe. Weil das sind Zahlen, die habe ich. Alle anderen sind vorausberechnete und spekulative Zahlen, die ich so nicht garantieren kann. Deswegen würde ich auch sowas gar nicht machen. Genau. War sonst noch was? Endgeschwindigkeit habe ich schon gesagt, weil einer geschrieben hat, ja, dann müsstest du eigentlich einen 60 PS Benziner konfigurieren, weil der genauso schnell ist wie dein Kona in der Endgeschwindigkeit. Ja, wenn man so denkt, ja, dann ist das wirklich so. Aber dann kaufe ich mir kein 204 PS E-Auto, wenn die Endgeschwindigkeit auch mit einem, keine Ahnung, 80 PS E-Auto, wenn ich das hinbringe, und dementsprechend wird es dann auch wieder günstiger. Beim Soul EV habe ich damals eine Berechnung gemacht für mich, und der Soul EV war 2500 Euro teurer als der damalige Diesel im Listenpreis. So, mit allem weggerechnet und so weiter, war der Endpreis immer nur 2500 Euro teurer, weil man für den Diesel einfach mehr an Prozent gekriegt hat. Das war für mich eine ganz schnelle Rechnung, weil ich gesagt habe, okay, ich kann in der Arbeit kostenlos tanken, noch, keine Ahnung wie lang. Haben mir auch schon welche vorgeschmissen, ja, du fährst ja bloß ein E-Auto, weil du in der Arbeit kostenlos tanken kannst. Nein, habe ich in dem Fall das nicht. Es ist gut, dass das geht, und ich könnte mir jetzt, oder ich kenne keinen, der einen Verbrenner fährt, wo dann zum Beispiel irgendeine Tankstelle sagt, für diese Woche könnt ihr bei mir komplett umsonst tanken. Ich glaube nicht, dass einer dann vorbeifahren wird, weil das halt, ja, das ist, ich glaube, dass das jeder macht, oder fast jeder, keine Ahnung. Also ich mache es halt, wenn ich es kann, und dementsprechend habe ich dann diese 2500 Euro Unterschied ziemlich schnell wieder drin, weil ich natürlich, selbst wenn ich daheim stranke, günstiger bin, als wenn ich mit dem Benzin oder Diesel fahre. Und wenn ich dann rechne, ja gut, die Steuer auf 10 Jahre, die brauchst du jetzt nicht rechnen, weil das ist nicht so viel. Mit meinem App habe ich irgendwie gezahlt, glaube so um die 50 Euro im Jahr. Und das sind in 10 Jahren sind es 500 Euro. Ja, natürlich ist das ein Geld, aber das rechne ich nicht auf 10 Jahre. Das ist für mich, mit meinem Mercedes, den ich direkt vor dem gehabt habe, dann waren es ein bisschen über 170 Euro. Da kann man schon rechnen, weil es sind 1700 Euro auf 10 Jahre. Ja, das sind 170 Euro im Jahr. Ja, das kann man dann schon grob irgendwie mit wegrechnen. Ja. Bei diesen 2500 Euro. Inspektion, da war ich da bei 90 Euro und so weiter. Also diese 2500 Euro, was ein E-Auto, was der Soul E mehr gekostet hat als der Diesel, ich glaube, das habe ich nach 2 Jahren, jetzt habe ich genau 2 Jahre, im August werden es 2 Jahre, ich glaube, das habe ich schon wieder drin, das Gold. Da bin ich mir absolut sicher. Weil ich jetzt 29.647 Kilometer drauf habe, also knappe 30.000. Und ich habe wirklich nicht viel selber Strom reingetankt.
wenn ich wegfahre, dann habe ich im ersten Jahr, sind die meisten Schnellladesäulen noch kostenlos gewesen. Jetzt nicht mehr, also die Rechnung geht schon ein bisschen auseinander, weil die Unterhaltskosten vom E jetzt auch schon wieder ein bisschen höher sind wie vor einem Jahr noch, wo man noch sehr oft und sehr viel kostenlos tanken hat können. Und man weiß nicht, wie die Strompreise in ein Jahr, zwei Jahren ausschauen, geschweige denn 5 und geschweige denn 10. Und deswegen mache ich auch diese Berechnung nicht. Genau, das wollte ich bloß sagen. Das war's. Wie denkt ihr darüber? Alles richtig, alles falsch gemacht? Keine Ahnung. Schreibt es drunter in die Kommentare. Hier oben verlinke ich nochmal das andere Video. Und gehabt euch wohl, ihr netten Leute. Servus sagt locker, euer Fokker.